Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Mit neuer Frische nach einem überragenden Pokalwochenende sind wir wieder da. Hallo Daniel, schön, dass du Zeit hast. Hallo Kathi, schön, dass du wieder im Lande bist und wir jetzt so langsam, aber sicher die heiße Phase der Saison beginnend mit dem Pokalfinale vom Wochenende einläuten können. Ja, der erste, sag ich mal, richtige Titel, also ohne den Supercup nahe zu treten, wurde vergeben. Wir haben ein super spannendes Frauenspiel gesehen. Absolut. Ein sehr deutliches Männerfinale, aber in die Details, die gehen wir später, denn wir haben uns natürlich auch einen Gast wieder eingeladen in unsere Sendung. Und wir haben heute mal gedacht, was übertragen wir denn so auf Sport 1 diese Woche? Die Helios Chrisleys aus Gießen sind doch eigentlich ein interessantes Team. Und da haben wir uns Hauke Wagner eingeladen. Der wird uns nachher Rede und Antwort stehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er schon da ist. Gefühlt sein ganzes Leben lang spielt er für diesen Verein. Und das jetzt wieder erstklassig. Und sie sind jetzt tatsächlich wieder, die Helios Chrisleys aus Gießen, auf der Erstliga-Landkarte angekommen. Seit 2 Jahren mischen die Helios Chrisleys Gießen wieder in der Volleyball-Bundesliga mit. Die erste Saison nach dem Aufstieg schließen sie auf Tabellenplatz 10 ab. In dieser Saison ist theoretisch noch das Erreichen der Playoffs möglich. Das 3400 Einwohnerdorf in Niedersachsen lebt den Volleyballsport. Die Heimspiele in Hildesheim sind immer gut besucht und die Fans sorgen für erstklassige Stimmung. In der Saison 2008-2009 waren sie schon mal in der ersten Volleyball-Bundesliga. Das Comeback im Oberhaus 10 Jahre später. Und mit Siegen gegen etablierte Teams wie Frankfurt und Düren in dieser Saison machen die Bären auf sich aufmerksam und zeigen, sie wollen in der ersten Liga bleiben. Und mit wem könnten wir jetzt besser darüber sprechen als mit dem Urgestein der Grizzlies aus Gießen? Und jetzt begrüßen wir ganz lieb Hauke Wagner bei uns in der Leitung. Hallo Hauke. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hauke, wir haben so ein bisschen im Vorfeld darüber diskutiert, so wir würden gerne auch mal die Vereine, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen, in die Sendung holen. Und dann wurde mir gesagt oder uns gesagt, nehmt den Hauke, der ist ein ziemlich cooler Typ. Was wissen wir denn sonst noch so über Hauke Wagner wissen? Ja, schwer zu sagen. Nee, also das, was vielleicht viele wissen, dass ich schon so lange da bin bei uns im Verein, aber ja, sonst gibt nicht so viel zu wissen über mich. Alles gut. Das versuchen wir, das glauben entlocken wir nicht. Das glauben wir nicht, das entlocken wir noch. Aber das scheint ja schon mal den Kern der Sache getroffen zu haben. Wir haben uns dann im Hildesheimer Umfeld, im Gießener Umfeld umgehört, so ein bisschen, ja, was könnte man dann so fragen, was sind denn so interessante Geschichten? Und uns wurde gesagt, zu Zweitliga-Zeiten, da gab es einen ganz bestimmten Fangesang, der ging so, Hauke ist die schönste Frau der Welt. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich glaube, wenn man so lange in so einem, in Anführungsstrichen, Zweitliga-Verein und auch schon in der zweiten Mannschaft des Vereins gespielt hat, dann entwickelt sich sowas auf Dauer einfach, dass man so mehrere Fangesänge und Sprüche abkriegt. Bin ich gewohnt, kann ich mit leben, habe ich viel gehört, ja, das stimmt. Dein Vater und dein Onkel haben auch schon Bundesliga gespielt. Ist das eher eine schöne oder eine lästige Familientradition, wenn so eine Volleyballfamilie ist? Also ich finde es schön. Ich finde es super. Mein Vater, dadurch war ich ja auch als Kind immer schon im Volleyball unterwegs, war immer schon in Sporthallen, seitdem ich, glaube ich, denken kann quasi, bin ich das so gewohnt, jedes Wochenende in der Sporthalle zu sein. Und also ich finde es sehr gut, dass es so ist. Dadurch kann ich mir auch von meinem Vater immer noch mal Tipps holen. Was hast du in der Situation gemacht und so? Also ich finde es super. Ich finde, es ist eine Bereicherung. Also es ist besser, als wenn ich jetzt einfach nur ich selber wäre. Ich finde es schon schön, dass es auch eine Tradition in der Familie ist, ja. Eine Tradition, die du auch fortführen möchtest irgendwann mal? Oder wir haben da zum Beispiel mit Stefan Hübner auch lange drüber geredet. Das ist ja auch eine Volleyballfamilie mit Angelina Grün verheiratet. Und er hat gemeint, so, ja, also ich würde sie jetzt nicht von abhalten, aber sie sollen das selbst entscheiden. Ist das sowas, wo du sagst, auch ich würde das aber gerne weitersehen in meiner Familie? Ja, also ich glaube, das wird sich ganz natürlich entwickeln. Meine Freundin spielt auch Volleyball. Ja. Ich glaube, dadurch ist es einfach so bedingt, dass wir, ja, die Kinder eventuell auch mal zum Volleyball bringen werden. Und also ich würde es schön finden, aber sehe es auch so. Also ich will jetzt nicht sagen, du musst. Wenn es so ist, dann ist es schön. Wenn nicht, dann ist es auch okay.
Ja, dann bleiben wir da hängen. Das ist ein schönes Thema, diese Volleyball-Familiengeschichte. Wir haben gefunden, dass du schon als ganz junger Spieler vor 10 Jahren, darf man ja glaube ich sagen, auch schon mit deinem Vater dich ausgetauscht hast und aktiv nach dem Spiel zu deinem Vater gegangen bist und gesagt hast, hey, irgendwie einen Kommunikationsbedarf hattest. Hey, wie hattest du das gemacht, wie du es schon skizziert hast? Ist das immer noch so, dass du wirklich nach jedem Spiel relativ direkt den Austausch suchst oder bist du mittlerweile altersbedingt auch eigenständiger geworden, was deine eigene Spielanalyse angeht? Ja, also der Austausch ist immer noch da. Mein Vater ist eigentlich bei jedem Heimspiel auf jeden Fall da. Die Auswärtsspiele guckt er dann meistens auch über einen Livestream. Also eigentlich sieht er immer alles, guckt sich die Spiele immer vollkommen an und wir tauschen uns danach tatsächlich häufig aus. Ja, es ist nicht mehr ganz so wie früher. Mittlerweile habe ich auch eine sehr starke eigene Meinung, die manchmal auch von seiner ein bisschen abweicht. Aber es ist auch immer ganz gut, dass man nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze bekommt. Und von daher, also wir tauschen uns sehr viel noch aus, ja. Also Volleyball ein großes Thema bei Familie Wagner. Ein anderes Thema bei dir persönlich ist Fußball. Wir haben gesehen, du spielst freizeitmäßig Fußball, spielst Freizeitturniere. Hat man da nicht Angst, dass man sich verletzt? Ist ja eine Kontaktsportart im Gegensatz zum Volleyball. Ja, auf jeden Fall. Deshalb stelle ich mich auch immer nur ins Tor. Weil auf dem Feld bin ich auch zu nichts zu gebrauchen, glaube ich. Ich kann mit den Füßen nicht so gut mit dem Ball umgehen. Deshalb im Tor bin ich da besser zu gebrauchen. Und Bälle halten, das kommt ja schon ein bisschen näher an Volleyball ran. Und da ist es eigentlich tatsächlich so, dass ich da nicht so viel mit dem Kontakt zu tun habe. Aber ja, man hat schon ein bisschen, denkt man ab und zu mal drüber nach, und aber da zieht man dann halt lieber einmal mehr weg, als dass man irgendwie versucht, da was zu riskieren. Also ganz klar. Wie oft hast du dann im Tor den Reflex, dass wenn ein Ball kommt, nicht die Hände zum Fangen bereit zu machen, sondern irgendwie in Baggerposition zu gehen? Tatsächlich nicht. Ich hab das tatsächlich ganz gut im Griff, weil da ist ja gerade, also die Turniere sind ja meistens, da ist die Saison dann so einen Monat oder 2 Monate vorbei, und da ist es dann tatsächlich ganz gut. Da habe ich das ganz gut im Griff, dass ich weiß, wann ich jetzt halten muss und nicht ihn einfach nur versuche zu pritschen oder so. Bei Volleyballern ist es ja auch oft so, dass sie sich noch ein zweites Standbein aufbauen. Wir haben gelesen, du hast Maschinenbau studiert. Bist du damit auch fertig geworden? Hast du es durchgezogen? Nee, das habe ich nicht durchgezogen. Also das habe ich irgendwann mal, das ist schon ganz lange her, das habe ich mal angefangen. Mittlerweile habe ich ein anderes Studium beendet, und jetzt bin ich auch, ich arbeite auch halbtags nebenher, neben dem Volleyball, also ich bin kein Vollprofi, von daher habe ich da mein zweites Standbein neben dem Volleyball auf jeden Fall aufgebaut, ja. Was machst du da? Bist du da komplett weg in eine andere Richtung oder bleibst du da auch eher dem Sport treu? Ich arbeite in der Personalabteilung als Sachbearbeiter. Okay. Ah, okay. Also weniger sportlich. Sportlich ist es aber, wenn man auf deine Vita seit 2005 guckt, da geht's straight eigentlich der rote Faden Gießen immer durch. Gießen, Gießen, Gießen. Dann gab es ein Jahr damals bei den Evivo-Volleys Düren, und dann bist du wieder zurück nach Gießen. War das so traumatisch, die Erfahrung, dass du gesagt hast, jetzt Gießen und nichts anderes mehr? Oder wie kam es dazu, einmal was anderes probieren und dann wieder zurückzukommen? Nee, also ich kannte in Gießen immer meine Leute, und der Kontakt ist auch in dem Jahr ja nicht abgerissen. Ich war ja davor schon 6 Jahre da und habe eben auch schon viele tolle Erfolge in dem Verein erlebt und durfte ich auch erleben. Wir sind in dem Jahr, bevor ich weggegangen bin, sind wir ungeschlagen Meister geworden. Und dann war es eben so, dann war dieses Jahr, normalerweise wäre ich auch nicht weggegangen, ich wäre gerne geblieben, aber wir haben den Aufstieg eben nicht, realisieren können. Und deshalb wollte ich eben die Erfahrung Erste Liga in dem Moment auch haben. Und deshalb musste ich zwangsläufig weggehen und deshalb bin ich nach Düren gegangen. Ja, war ein schwierigeres Jahr für die ganze Mannschaft. Und ja, nach dem Jahr war mir klar, ich will jetzt erstmal mit dem Studium vorankommen und so. Und das war in der zweiten Liga dann in Gießen, weil ich eben alles kannte, doch besser. Ja, wenn wir noch mal ein bisschen auf Gießen jetzt schauen, vielleicht war nicht für jeden immer der Verein so auf der Landkarte. Dabei wart ihr ja auch schon mal erstklassig, zwar nicht in dem Jahr, aber ihr wart schon mal erstklassig, dann auch lange in der zweiten Liga, jetzt wieder erstklassig. Ihr hattet damals eine Mission 2020 ausgerufen. Kannst du das ein bisschen skizzieren, was da dahinter steckt und was so der Plan von Gießen ist? Ja, also die Mission 2020,
Es ging ja darum, dass wir es bis spätestens 2020 schaffen wollten, in die erste Liga aufzusteigen. Wir hatten davor ein paar Jahre, wo wir ja in der zweiten Liga so mal gut, mal weniger gut mitgespielt haben. Immer viel zweite Liga. Und irgendwann will man dann auch was wieder entwickeln und nach vorne kommen. Und daraufhin, um eben auch Sponsoren zu gewinnen etc., haben wir dann halt gesagt, okay, wir brauchen ein Ziel. Und das Ziel war dann eben, dass wir gesagt haben, bis 2020 wollen wir in die erste Liga hoch. Ja, hat dann ein paar Jahre vorher geklappt, weil wir besonders gut in der zweiten Liga gespielt haben. Ich glaube, die Saison, das ging 2015, wurde diese Vision ins Leben gerufen. Wir sind dann Sechster, Zweiter und Dritter geworden und haben eben sehr viel Wert, vor allen Dingen gerade am Anfang, darauf gelegt, dass wir die Heimspiele so organisieren, wie wir sie in der ersten Liga organisieren würden, sind umgezogen aus der kleinen Halle in Gießen in die große Halle nach Hildesheim, in die Volksbank Arena, wo jetzt eben Platz für 2500 Zuschauer ist. Und den Umzug haben wir als erstes eben vollzogen, haben die Rahmenbedingungen für die erste Liga schon in der zweiten Liga geschaffen. Und ja, das war dann auf jeden Fall super gut, auch wenn es dann sportlich in Anführungsstrichen nur der dritte Platz wurde. Aber da wir wussten, wie die Rahmenbedingungen sein müssen und dass wir das gut hinkriegen, haben wir dann eben trotz des dritten Platzes gesagt, okay, wir vollziehen jetzt schon den Aufstieg. Und ja, also jetzt sieht man ja auch in der ersten Liga, dass die Zuschauer sind da, die Halle ist fast immer voll und das ist super. Also extern nimmt man natürlich Dinge wahr, wie die gehen jetzt in eine größere Halle nach Hildesheim. Es sind dann verstärkt sehr junge deutsche Talente, Juniorennationalspieler, ob es jetzt ein Stefan Thiel waren, André Ilmer, dann jetzt Timon Schippmann, jemanden, der schon ein bisschen erfahrener ist in der Bundesliga, Jan Röhling, ganz junges Talent, das gekommen ist. Das sind so Dinge, die man von außen, aus der Ferne auch wahrnehmen kann, aber es sind dann ganz viele kleine strukturelle Prozesse, die intern auch geführt werden müssen. Kannst du da nochmal ein bisschen skizzieren, wie dann auch intern vielleicht auch Druck ausgeübt wurde auf die Mannschaft, hey, wir haben diese Vision und dafür müsst ihr dieses Jahr aber das und das und das erreichen, wie da so der Ablauf war? Also es war gerade am Anfang, hatten wir uns ja Platzierungen vorgenommen in den ersten Jahren, dass wir gesagt haben, wir wollen im ersten Jahr Vierter bis Sechster, im zweiten Jahr Dritter bis Fünfter, also immer ein bisschen besser werden. Aber ich glaube, der Druck von außen war nicht so groß. Ich glaube, wir haben uns als Mannschaft fast einen größeren Druck gemacht, den Aufstieg, oder wir wollten in dem einen Jahr unbedingt Meister werden und haben uns da eben sehr viel Druck gemacht, weil wir auch wussten, ja, die Mannschaft ist verstärkt worden, wir sind in der Tiefe besser. Eigentlich müssten wir für die zweite Liga so gut sein, dass wir locker Meister werden, und haben uns da ein bisschen, ja, uns das vielleicht auch zu einfach vorgestellt und uns selber gedacht, okay, wenn wir jetzt in die Spiele gehen, da reicht auch ein bisschen weniger so, und hat dann eben nicht gereicht. Haben wir gleich am Anfang der Saison ein paar Spiele verloren. Da wurde dann, na klar, ein bisschen Druck gemacht, weil wir Spiele verloren haben, die wir eigentlich nicht verlieren hätten dürfen. Und ja, wie gesagt, es wurde dann besser. Wir haben eine gute Rückrunde gespielt und sie haben dann auch den Aufstieg ja geschafft. Aber na klar, waren wir am Anfang alle ein bisschen sehr unzufrieden. Ja. Jetzt haben wir über diese Vision 2020 gesprochen. Das ist so ein einzigartiges Konstrukt in Deutschland, wenn man so will, dass da wirklich ganz planmäßig auch nach außen kommuniziert wird, Richtung Fans und auch dann Sponsoren logischerweise. Hey, das ist unsere Step-by-Step-Anleitung erste Bundesliga sozusagen. Was macht den Verein sonst noch so besonders? Ja, also es ist eben trotzdem noch, wir haben sehr viele ehrenamtliche Helfer. Wir haben uns schon in vielen Sachen sehr professionalisiert, aber wir, ohne unsere ganzen ehrenamtlichen Helfer wäre das gar nicht zu schaffen. Das muss man ja auch einfach sagen. Alleine, wenn ich sehe, wie wir am Spieltag vorher oder am Tag vor dem Spieltag, wenn die ganze Halle vorbereitet wird, der Boden wird vorbereitet, ausgerollt, da helfen so viele Leute mit. Ich glaube, das ist ja was ganz Besonderes. Und dann eben auch, dass wir haben nicht nur uns als Helios Grizzlies Gießen, sondern wir haben eben auch einen sehr starken Unterbau. Unsere zweite Mannschaft wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder aufsteigen in die dritte Liga. Und wir haben, glaube ich, 6 Herrenmannschaften, 4 Damenmannschaften, ich weiß es gar nicht. Also sehr, sehr viele Mannschaften, und das ist schon was sehr Besonderes, finde ich, ja. Eine Sache, die uns auch noch mitgeteilt wurde, ich war leider noch nicht in Hildesheim in der Halle gewesen, ist, aber wir haben ja beim Spiel gegen Düren das auch schon im Fernsehen verfolgen können, wie der Einlauf bei euch aussieht.
Und da ist aufgefallen, dass bei dir die Fans besonders laut sind, auch wenn du vorgestellt wirst, wenn du einen Punkt machst. Ist das ein Punkt, den du wahrnimmst? Also tatsächlich in dem Spiel gegen Düren habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Da habe ich tatsächlich wahrgenommen, wie auch mein Name gerufen wurde. Ob es jetzt mal ein bisschen lauter wird oder nicht, das nimmt man jetzt nicht so wahr, aber da wurde tatsächlich mein Name gerufen und das habe ich schon wahrgenommen. Und ja, das motiviert einen natürlich nochmal extra. Da ist man nochmal extra 10% mehr motiviert und das ist bei uns in der Halle ja auf jeden Fall der Fall. Also jetzt auch gegen Friedrichshafen hatten wir 2020 Zuschauer und wenn wir dann lange Rallyes gewonnen haben, dann ist die Stimmung halt so gut, da zerrt man dann die nächsten Punkte immer noch von, ja. Das zeigt auch, dass du eine Identifikationsfigur für die Fans bist in Gießen, logischerweise. Wir haben über deine Vita gesprochen. Davon gibt es im Volleyball nicht so viele. Es werden oft maximal 2-Jahres-Verträge abgeschlossen. Oft ist im Sommer ein Kahlschlag in der Mannschaft, gerade wenn es dann von zweiter Liga in die erste Liga geht sowieso. Vermisst du eine gewisse Beständigkeit im Volleyball, dass es eben nicht diese langfristige Planung mit Spielern gibt und dementsprechend die Identifikationsfiguren für Fans auch eher rar gesät sind? Ja, also ich finde es schon ein bisschen schade. Also gerade, ich denke, da könnte man tatsächlich auch noch mehr machen, dass Spieler eben länger in den Verein bleiben. Man muss es immer von zwei Seiten betrachten. Natürlich ist es auf Seite des Vereins manchmal schwierig zu sagen, okay, wir halten Spieler lange im Verein, weil es muss ja auch vieles stimmen. Und für die Spieler ist es dann auch, sie unterstützen den Verein lange und dann kommt der größere Verein und sagt, wie sieht's aus? Willst du dabei sein? Und dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, ja, ich bleibe bei meinem Verein so ungefähr. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass es Identifikationsfiguren gibt, weil es auch für die Fans wichtig ist, für die Zuschauer, die dann in die Halle kommen, für die jungen Spieler, für die Jugendspieler, das, was bei uns eben in Gießen eben auch so ist, dass selbst wenn die Jugendspieler, habe ich mit Spielern zusammengespielt, die waren noch Ballroller, als ich in der ersten Liga in Gießen schon gespielt habe. Da waren die noch Ballkinder und waren 12, ich war 20 oder was, weiß ich nicht mehr. Und mit denen habe ich dann noch zusammengespielt. Und ich denke, sowas ist halt auch für die Jugendspieler wichtig, dass sie Leute haben, wo sie wissen, die sind immer da, die, wenn ich wirklich am Ball bleibe, dann kann ich auch in die erste Liga kommen und nicht denken, ja, okay, am Ende sind das Leute, die ich nicht kenne. Das macht mir zwar irgendwie Spaß, denen zuzugucken und die sind super, aber ich selber werde wahrscheinlich nie eine Chance haben, sondern gerade wichtig ist, dass man den jungen Spielern zeigt, es ist eine Chance da, wenn man immer am Ball bleibt, wenn man sich reinhängt, dann kann man auch in die erste Liga kommen, auch bei seinem Heimatverein teilweise, ja. Dann hast du die nächste Frage, die eigentlich auf dem Plan stand, schon beantwortet nach der Wichtigkeit. Dann frage ich mal anders, was glaubst du, was denn passieren muss, damit eben so ein Aufbau von Identifikationsfiguren gegeben ist? Weil du hast Probleme schon angesprochen, dann kommt ein größerer Verein, generell dann ruft vielleicht eine größere Liga, wenn man bei einem größeren Verein ist. Wie kann man es dann schaffen, in Deutschland diese Identifikationsfiguren aufzubauen? Was würdest du dazu sagen? Ja, also ich denke, gerade ist es wichtig, dass man auch mal... Ich habe sehr lange in der zweiten Liga in Gießen gespielt und ich denke, im Endeffekt war es nicht verkehrt, dass ich das auch gemacht habe, denn gerade in der zweiten Liga gibt es viele Spieler, die lange in ihren Vereinen spielen. Ja, und wenn man dann eben so wie bei mir jetzt die Möglichkeit hat, dass wir tatsächlich sagen, mit meinem Verein, wir steigen auf, dann hat man eben schon viel Vorleistung gehabt, auch in der zweiten Liga. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch in der zweiten Liga schon eine Mannschaft viel oder wertschätzen kann, weil ich habe manchmal das Gefühl, nur erste Liga ist wichtig und manche Spieler wechseln jedes Jahr ihren Verein, nur um erste Liga zu spielen und ich denke manchmal, man kann eben auch sagen, okay, ich gehe lieber einen Schritt zurück, gehe in die zweite Liga und versuche da was aufzubauen, dass wir wieder mal in die erste Liga gehen und ich glaube, mit sowas schafft man dann eben auch Möglichkeiten, dass man eben bei einem Verein zu einer Identifikationsfigur wird. Also und auf der anderen Seite ist es, ja, es ist einfach, man muss auch mal gewissen Vereinen treu sein. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, es gibt ja noch andere, die in ihren Heimatvereinen spielen. Wenn ich jetzt nur Michael André, mit dem habe ich ja selber in Gießen gespielt tatsächlich, der ist ja auch gebürtiger Dürener, der spielt wieder bei seinem Heimatverein. Also es gibt es schon, aber es ist tatsächlich sehr schwierig, ja.
Ja, wir wollen trotzdem auch mal noch ein bisschen sportlich auf eure Saison jetzt schauen in der ersten Liga. Wir müssen ja sagen, also TV-Spiele liegen euch ja auf jeden Fall. Da freut ihr euch ja sicherlich, dass ihr diese Woche auch wieder dran seid. Wenn du jetzt mal so insgesamt auf die Saison guckst, ist es das, was ihr euch vorgenommen habt? Oder ja, wie ist da so die Gefühlslage bei euch? Ja, es ist ein bisschen schwierig dieses Jahr. Ich denke, wir sind von den Leistungen, die wir dieses Jahr liefern, sind wir eigentlich da, wo wir sein wollen, aber wir belohnen uns eben zu selten mit Punkten, ganz, ganz klar gesagt. Wir sind in der Tabelle nicht da, wo wir sein wollten vor der Saison. Wir wollten weiter oben stehen, wir wollten zumindest um die Playoffs mitspielen. Es ist noch möglich, aber es ist leider so, dass wir tatsächlich in vielen Spielen Punkte haben liegen lassen, wo wir uns hätten belohnen müssen. Es war immer mal unglücklich oder wir haben nicht klug genug agiert, aber ja, ich sag mal so, es ist einfach wirklich dann irgendwann auch frustrierend, wenn man dann ins nächste Spiel geht und dann ist es wieder entscheidende Phase, man verliert den Satz wieder, dann dann ist es tatsächlich irgendwann, dann denkt man, das kann nicht wahr sein. So. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo wir eben über unsere Leistung uns gar nicht so sehr beschweren können, denn wir spielen gut, wir spielen mehr als, wir können mehr als mithalten in vielen Spielen, aber die Punkte fehlen und ja, da müssen wir dran arbeiten. Dass das Potenzial da ist, habt ihr mit gewissen Peaks gezeigt, Düren geschlagen im TV-Spiel, Kati hat es schon angesprochen, Frankfurt geschlagen in Frankfurt. Abschließende Frage des Interviews so ein bisschen, jetzt habt ihr ein direktes Duell gegen KW. Ist das jetzt nochmal ein Schlüsselspiel, wo ich nochmal richtig reinhängen kann? Ich meine, Düren ist nicht weit weg auf 7, dann KW, Rottenburg, das ist alles so ein Block, wo man jetzt mit einem Sieg nochmal reinstoßen kann. Aber das ist ja auch dann ein gewisser Druck wiederum für euch in diesem Spiel am Mittwoch. Ja, also ich würde es jetzt gar nicht so sehr sehen. Wir haben in Heimspielen immer eigentlich ganz gut gespielt. Wie gesagt, da haben wir Düren und Frankfurt waren Heimspiele, die wir gewonnen haben. Herrsching haben wir auswärts mal gewonnen. Aber wir haben in Heimspielen immer gut ausgesehen. Und ich denke, wir haben jetzt noch wichtige Heimspiele, die wir eben Netzhoppers, Eltmann, Rottenburg, das sind alles noch Spiele, wo wir punkten können. Und wie du schon gesagt hast, es ist noch möglich. Aber ich denke, wir können jetzt befreit aufspielen, weil die wichtigeren Spiele, oder wir haben schon in der Saison gesehen, was passiert, wenn wir uns zu viel Druck machen. Wir müssen einfach frei spielen, wir müssen unser Spiel spielen. Und dann ist in den Spielen vieles möglich. Dann können wir auch aus den letzten 6 Spielen noch viele Punkte holen. Ja, aber wir dürfen uns eben einfach nicht zu viel selbst unter Druck setzen. Dann hoffen wir, dass ihr euch das auch nicht am Mittwoch macht, wenn wir dann euch zeigen, die Helios Christlies aus Gießen gegen die KW... Netzhoppers KW Bestensee. Also das sind wirklich gemeine Namen. Also viel Erfolg da und vielen Dank auch für das Interview mit einem echten Urgestein der Christlies. Danke, Hauke. Danke auch. Vom Liga-Alltag gehen wir aber noch mal ganz kurz zurück zum vergangenen Wochenende, denn da stand das Pokalfinale an und das ist ein Mega-Event in der SAP Arena in Mannheim. Bevor du gleich all das, was du zu dem Spiel sagen möchtest, zu den Spielen sagen möchtest, schauen wir vielleicht noch mal auf das Frauenspiel. Denn wer diese Zusammenfassung noch nicht gesehen hat von diesem unfassbar guten Spiel, der sollte da jetzt noch mal ganz genau aufpassen. Dresden gegen Stuttgart. So lautete die Paarung des vorläufigen Saisonhöhepunkts des DVV-Pokalfinals. Stuttgart mit der wichtigsten Spielerin auf dem Feld nach überstandener Verletzung, Crystal Rivers, rechtzeitig wieder da. Alexander Weibel, er kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Ivana Mirdak, die Mittelblockerin, fällt fürs Pokalfinale verletzt aus. Dafür dabei Monique Strubbe und die führt sich direkt im Mittelblock. Sehenswert ein. Alexander Weibel hat noch nie ein DVV-Pokalfinale verloren, zuletzt 2018 in Mannheim erfolgreich. Dennoch seine Dresdnerinnen in der Außenseiterrolle, aber das macht denen so gar nichts aus. Block gegen Crystal Rivers, 5 Punkte Vorsprung in Durchgang Nummer 1. Da kann man schon mal jubeln, Alexander Weibel. Und jubeln kann er auch einige Minuten später, weil die Dresdnerinnen einen ihrer vielen Satzbälle in einen 25:19 Satzgewinn ummünzen können. Gutes Spiel bis dahin und das Spiel gewann immer mehr an Qualität. Zweiter Durchgang nun Stuttgart mit Zugriff in Block und Feldabwehr und dementsprechend auch mit der frühen Führung im zweiten Durchgang. Juliette Lohaus geht mit gutem Beispiel voran.
Dementsprechend gibt es dann auch Satzbälle auf der anderen Seite. Camilla Weitzel mit dem Aufschlag ins Netz, 1:1. Dresden versucht es mit allen Mitteln. Brie King mit dem zweiten Ball und Camilla Weitzel packt im Block immer wieder zu und nimmt ihr Team emotional mit auf diese Achterbahnfahrt des DVV-Pokalfinals. Und diese Achterbahnfahrt, die ging weiter. Und das Pendel schlug im zweiten Durchgang ebenfalls zum amtierenden Meister aus Stuttgart aus. Die Ballwechsel, sie wurden lang, sie wurden spektakulär und waren gespickt von überragenden Abwehraktionen. Rosa Koskelo, die wohl beste Liberer, die zurzeit in Deutschland aktiv ist. Es ging hin und her. Und am Ende dieses Ballwechsels, wie so oft, der Endboss aus Stuttgart, Crystal Rivers. 14:11 im dritten Durchgang, da schon ihr 21. Zähler in diesem Finale. Das ist überragend, zeigt aber auch die Abhängigkeit der Stuttgarterinnen von ihrer Diagonalangreiferin. Diese Abhängigkeit schadete aber im dritten Satz nicht. Denn Crystal Rivers beendet diesen standesgemäß 25:21 Spiel zumindest vorerst gedreht. Dresden angenockt und Lenka Dürr ausgenockt vom Knie der eigenen Mitspielerin Emma Züris. Aber die Libera, die hat schon viel erlebt, die schüttelt sich, sieht aber, dass Stuttgart auch in Durchgang Nummer 4 immer weiter davonzieht. Block 20:15, 5 Punkte fehlen noch zum Matchgewinn. Aber diese 5 Punkte, die müssen auch erst einmal hart erarbeitet werden. Und wenn es in die Crunch-Time geht, dann ist es immer häufiger der Fall, dass Camilla Weitzel zuschlägt. Die junge Mittelblockerin. Noch keine 20 Jahre ist sie alt, hat eine Europameisterschaft 2019 auf dem Buckel und dreht jetzt richtig auf. Mit ihrer Blockserie bringt sie Dresden zurück ins Spiel und Dresden bringt sich selber dann mit diesem Ballwechsel wieder richtig ins Geschäft. 28:26 und der lautstarke Gruß von Emma Züris an die Gegner. Die Grüße kommen dann in Form von Matchbällen für Stuttgart wieder. Aber Dresden wehrt sich. Erster Matchball abgewehrt. Es entwickelt sich ein Drama in einem hochklassigen, in einem emotionalen, in einem spannenden Pokalfinale, in dem dann auf einmal Dresden Matchbälle hat und die gute Dankeball-Situation. Lena Stiegroth nach überragendem Spiel tütet sie den Pokalgewinn für den Dresdner SC ein. Was für ein Finale, was für eine Achterbahnfahrt. Der erste Titel dieser Saison ist vergeben und das an den Dresdner SC, der doch so haderte mit dieser Saison, der doch so haderte mit dem Saisonverlauf, Alexander Weibel. Jetzt heißt es Leinen los und im Anschluss gab es die Pokale für Männlein und Weiblein beim Saisonhöhepunkt, beim DVV-Pokalfinale in Mannheim. Und die Chöre singen für dich. Ja, wir fangen aber vielleicht mal chronologisch an, mit dem Spielverlauf, mal ganz grob. Also Dresden sichert sich ja den ersten Satz. Wie überrascht hat dich das, dass sie so gut ins Spiel gekommen sind? Boah, also schon, weil Dresden ist ja mit schon einer Last auch personell in dieses Spiel gegangen letztendlich. Ivana Mürdak, Mittelblockerin, eigentlich eine Riesenkonstante und Leistungsträgerin in Dresden, fällt aus. Und Alexander Weibel, das einzige Mal, aber das erste Mal, dass er an dem Tag auf gut Deutsch Eier bewiesen hat, stellt dann der Monique Strubbe da in den Mittelblock. Und dann hat Dresden das richtig gut gezogen da im ersten Satz. Von Anfang an da gewesen. Und das fand ich schon überraschend. Ja, er hat es so schön im Vorgespräch mit Dick Berscheid, das hat er mir gesagt, oder auch in der Übertragung, sein Baby-Mittelblock genannt. Und 18 und 19, glaube ich, sind die zwei Mädels da. Die haben auch wirklich gar keine Nerven bewiesen irgendwie. Ja, null. Also Camilla Weitzel, von der ist man das in Anführungsstrichen schon fast gewohnt. Die hat auch eine riesen Europameisterschaft gespielt vor einem Jahr. Oder vor einem halben Jahr, muss man ja sagen. 2019 eine überragende Olympia-Qualifikation. Aber dass Monique Strubbe da so einspringt. Und wir hatten Dresden ja noch unter der Woche im TV-Spiel gegen Vilsbiburg. Das war so, ja, ich sag mal, so eine halb gelungene Generalprobe da mit der Niederlage. Und da ist Monique Strubbe auch schon zum Einsatz gekommen, hat da auch schon gute Ansätze gezeigt, aber dass sie gegen Stuttgart auf der großen Bühne das so rocken kann, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, Stuttgart kommt dann zurück, sichert sich zwei Sätze und würdest du sagen, nur dank Crystal Rivers? Ja, also dem würde ich schon im Wesentlichen zustimmen. Man hat gemerkt wieder, wie wichtig Crystal Rivers für Stuttgart ist, wie abhängig Stuttgart auch von Crystal Rivers ist. Sie hat unheimlich viele Bälle bekommen. Wenn man es mal überlegt, der vierte Punkt von Stuttgart war der erste, den nicht Crystal Rivers gemacht hat.
Mitte des dritten Satzes hatte sie schon über 20 Punkte auf dem Konto. Also nur das mal als Kennzahlen sozusagen, wie viel über sie gegangen ist. Weit über 60 Bälle hat sie bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe im Spiel. Und während du das in der Statistik nochmal verifizierst, ich hoffe, ich rede 65. Kein Blödsinn, 65, genau. Und das zeigt schon, wie sehr es darüber geht. Aber Dresden hat das fantastisch gemacht, finde ich. Die haben dann nicht gesagt, okay, wir konzentrieren uns nur auf Rivers, sondern die haben gesagt, ey, egal, wen wir da hinstellen, die Punkte sowieso, wir nehmen die Außen aus dem Spiel. Und es hat teilweise echt gut funktioniert. Celine van Gestel kein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Alexandra Lasic ist noch einigermaßen durchgekommen. Über die Mitte ist ganz, ganz wenig nur bei Stuttgart gegangen. Wir hatten sehr viel Respekt vor dem Dresdner Mittelblock. Und dann hat es Dresden geschafft, das da ganz gut abzukochen über Blockfeldabwehr, über die Außenposition. Rivers hat ihre Punkte gemacht, das ist auch alles in Ordnung. Aber das hat Dresden taktisch, finde ich, sehr, sehr intelligent gemacht. Und das hat dann wiederum so ein bisschen Stuttgart den Zahn gezogen. Glaubst du, dass mit Simone Lee die Neuverpflichtung, die ja nicht spielberechtigt war, sie das Finale gewonnen hätten? Die Wahrscheinlichkeit wäre auf jeden Fall deutlich höher gewesen. Und ich glaube schon, weil die nochmal eine ganz andere Ruhe, eine Abgeklärtheit da reingebracht hätte. Die hat nochmal einen anderen Erfahrungswert als eine Celine van Gestel, die jetzt ihre erste Auslandsstation hat. Und auch andere Erfahrungswerte als eine Alexandra Lasic. Und wäre einfach nochmal eine fast gleichwertige Entlastung zu Crystal Rivers gewesen, bei der man auch schon gemerkt hat, ab Satz 4, spätestens 5, dass die so ein wenig auf dem Zahnfleisch geht. War ja lange verletzt, hat jetzt unter der Woche das erste Mal wieder wirklich gespielt gegen Straubing, aber auch anderthalb, zwei Sätze. Und da hat man dann gesehen, was passiert, wenn man sich zu sehr auf eine Spielerin verlässt. Und ich glaube, dass es mit Lee dann nochmal die Möglichkeit gegeben hätte oder eine viel größere Möglichkeit gegeben hätte, zu variieren und das Pokalfinale für sich zu entscheiden. Wenn wir auf den vierten Satz schauen, hatte man das Gefühl, Stuttgart will nicht diesen Pokal gewinnen. Ja, es war so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage, hatte ich so das Gefühl. Also sie hatten dann auf einmal Situationen, wo sie sonst zumindest den Ball aus dem Stand noch geschlagen haben oder platziert rüber gepritscht haben oder weiß nicht, oder zumindest gesprungen sind, wie auch immer. Da standen sie dann auf einmal ganz unmotiviert da und haben den Ball gepritscht und in die Hände von einem Außen oder von der Libera Lenka Dürr und hat es damit Dresden leicht gemacht in manchen Situationen. Und das war auch kurz vor Matchball dann so. Die hatten ja Matchbälle, die hatten insgesamt 5 Matchbälle in diesem Spiel. Und genau da haben sie dann mutlos agiert, wo sie doch eigentlich Brust raus und ab dafür gehen müssten. Und da hat sich dann wieder gezeigt, die Matchbälle gingen fast alle über Crystal Rivers. Da hat Dresden dann Rivers zugestellt, einmal einen Dreierblock, glaube ich, sogar gehabt. Und da hat Stuttgart dann nicht den Mut gehabt, den Matchball vielleicht über die Mitte zu spielen, weil da dann die Mitte schon eingestellt ist auf Rivers oder ein Pipe oder meinetwegen dann die Außen. Und das war so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Vor allem, wenn man überlegt, Martina Sammer dann, wie oft die MVP in der letzten Zeit auch wurde, also was für super Spiele sie gemacht hatte. Ja, Juliette Lohaus, super Mittelblockerin. Also da war wirklich so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, so Angst, jetzt gleich diesen Pokal in der Hand halten zu dürfen. Auf der anderen Seite, wir haben ja mit ihm drüber gesprochen, Alexander Weibel, unser Pokalspezialist. ich habe auch mit Camilla Weitel danach gesprochen. Sie hat gemeint so, ja, wir haben das immer so ein bisschen als Scherz gesehen. So gesagt, so, ja, diesmal verlierst du auch nicht. Es war natürlich vorm Spiel leichter gesagt, wenn man ein bisschen als Underdog da reingeht. Aber was imponiert hat, waren die Wechsel, die er gemacht hat. Absolut. Das war schon große Trainerkunst letztendlich, genau im richtigen Zeitpunkt die richtigen Wechsel zu finden. Mut zu haben mit den Wechseln. Also er hat dann irgendwann Lena Stickroth gebracht, die in der Saison keinen leichten Stand hat in Dresden und die spielt da ein Wahnsinns-Pokalfinale, ist Go-To-Guy, macht den Matchball dann auch, agiert richtig gut über außen. Dann macht er den Doppelwechsel, nicht klassischerweise Zuspiel, Dia-Dia-Zuspiel, Ende des Satzes, hohen Block vorne hin, drei Angreifer vorne, sondern reagiert sofort, wenn er merkt, okay, meine Zuspielerin auf dem Feld, meine Diago auf dem Feld, die haben vielleicht gerade kleine Rhythmusschwierigkeiten, sofort reagiert, Stuttgart kann sich nicht drauf einstellen. Du hast zwei verschiedene Diagonalangreiferinnen, auch wenn Pia Korhonen letztendlich nur dreimal angreift. Und er hat vier dann, verschiedene eingewechselt. Genau, dann hat er erst Lena Stickroth mal auf Diagonal ausprobiert. Dann Emma Züris, auch noch eine Teenagerin, die er im Tiebreak dann auch noch auf Diagonal stellt, wo du denkst, also auf, ich muss es wiederholen, aber die Eier musst du auch erstmal haben. Dann startet er mit 4 Teenagern, mit Strubbe, mit Straube im Zuspiel dann, mit Weitzel und Züris, genau, auf Diagonal startet er in den Tiebreak. Und man hatte auch in diesem Tiebreak zu keiner Zeit das Gefühl, die sind irgendwie nervös oder selbst als Stuttgart dann, die lagen zweimal zwei Punkte vorne. Dass selbst da hat man nicht das Gefühl, okay, das Ding ist jetzt durch für Stuttgart und die kriegen Nervenflattern. Und
das war eine Wahnsinnstrainerleistung. Und da allerhöchsten Respekt, da ziehe ich den Hut vor Alexander Weibel. Der hat wirklich das Trainerduell ganz klar für sich entschieden. Und ich erinnere mich noch an eine Situation. Wir hatten ja einen Talk zwischen Männer- und Frauenfinale, dass Christian Dönnes gesagt hat, festlegen will sich ja eh nie jemand. Ja. Aber Hauptsache, die deutschen Mädels spielen gut. Und muss man sagen, die haben bei Dresden wirklich überragend gespielt. Die haben wirklich, also durch die Bank auch. Und das sind dann natürlich die aktuellen Nationalspielerinnen. Wir haben sie angesprochen, Weitzel, Lena Stickroth. Aber das sind dann auch welche, die sich schon mal ins Blickfenster rücken. Eine Emma Züris, eine Monique Strubbe. So, also die sind jetzt auch im Blickfeld. Für letztes Jahr war es ja schon mal Praxis, dass man eine B-Nation gemacht wird. Da bin ich sicher, spätestens da sind die dann auch wieder im Blickfeld. Ob Alexander Weibel die dann wieder betreut wie im letzten Jahr, das wäre natürlich dann passt wie die Faust aufs Auge. Aber das bestätigt auch so ein bisschen das, was Alex Weibel ja im Sommer, wir hatten eben im Sommerinterview, hatten wir ja auch mit ihm darüber gesprochen, er möchte was entwickeln in Dresden und genau dieser Entwicklungsschritt ist irgendwie dann in diesem Pokalfinale erfolgt. Und es freut mich wahnsinnig auch für die Spielerinnen persönlich und natürlich für den deutschen Volleyball, dass diese jungen deutschen Spielerinnen diese große Bühne genutzt haben und wirklich auch eiskalt agiert haben. Ja, und eine große deutsche Spielerin, Lenka Dürn, leider ja nicht mehr Nationalspielerin, aber wie wichtig dieser Sieg für Dresden war, hat sie im Interview bei mir, glaube ich, auch jeden spüren lassen und das möchte ich auch niemandem vorenthalten. Ich habe gerade einfach nur gefragt, ob wir gewonnen haben, weil es echt, also das war jetzt eh ein Spiel durch Höhen und Tiefen, ne? Also Emotionen hoch, runter, ersten Satz gewonnen, zweiten verloren, wie auch immer, alle wissen, wie der Spielverlauf war. Es war so unglaublich knapp, wir haben irgendwie die Leute auf der Strecke verloren, ne? Mit Infekten, mit Verletzungen. Ivana, that was also for you. Ich habe keine Ahnung, ich bin echt stolz. Wir haben einen Titel und der ist echt sowas von krass, finde ich persönlich, das ist so krass für mich. Ich traue mich ja gar nicht zu sagen, du warst die älteste Spielerin auf diesem Feld. Ihr seid in den fünften Satz gegangen mit einer Zuspielerin, die 17 Jahre alt ist. Habt euren Babyblock, wie er so nett genannt wurde, 18, 19. Wie haltet ihr euch da zusammen? Ist es eine Teamleistung? Ist das Talent? Das ist eine absolute Teamleistung, die wir bisher noch nie gebracht haben in dieser Saison. Und das ist sowas von absolut krass, dass wir das hier jetzt ausgepackt haben. Ich bin richtig, richtig stolz auf unsere Jungen. Die machen einfach wirklich Spaß. Das sind Riesentalente, da kommt alles zusammen. Ich meine, die sind so frisch, die sind so furchtlos. Da kann sich jeder, so eine alte Oma wie ich, nur eine Scheibe von abschneiden. Das war ein Riesenmeilenstein. Wir haben jetzt einfach schon diesen geilen Pokal in der Tasche, eine Goldmedaille, einen Titel. Wir haben die Emotionen gesehen von Lenka Dürr bei dir im Interview. Wir sehen im Hintergrund die Emotionen nach dem Spiel. Da sind wirklich alle Dämme gebrochen. Und du hattest das Privileg, du warst ja vor Ort, hast Interviews geführt mit den Spielerinnen, warst ganz dicht dran und hast auch diese ganzen Emotionen mitbekommen. Auch während des Spiels haben sich die Dresdnerinnen ganz anders präsentiert als die Stuttgarterinnen, sind mit anderen Emotionen im Spiel unterwegs gewesen. Beschreib das doch mal ein bisschen so den Zuschauern. Jetzt gehe ich mal in die Fragerolle und höre dir gebannt zu, weil ich das super interessant finde. Ja, also es war so, dass wir unsere Position hinter der Auswechselzone der jeweiligen Mannschaft hatten und ich war im vierten Satz hinter den Dresdnerinnen. Und es war Matchball Stuttgart, aber alle standen Arm in Arm, haben die Mädels auf dem Feld angefeuert. Und also wirklich, du sollst da alles neutral fragen und neutral sein, für keinen sein. Ich hatte Gänsehaut. Ich habe es gestern auch getwittert. Es war wirklich dieses Event, du stehst da, du fieberst mit. Wir waren natürlich bereit. Wir dachten, okay, das Spiel ist gleich vorbei. Stuttgart ist Pokalsieger. Wir waren schon alle so, okay, Fragen sind vorbereitet, kann losgehen. Dann haben wir unsere Stühle wieder rausgeholt. Und die Dresdnerinnen standen immer noch Arm in Arm und haben wirklich von Anfang an das Gefühl vermittelt, wir sind ein Team und wir wollen das. Wir haben es auch gesehen, zum Beispiel die Reaktion von Celine van Restel, nachdem der Matchball gegen den Anschreibetisch geflogen ist. Die war stinksauer, aber sie mussten auch stinksauer auf sich sein, weil sie haben einfach nicht geschafft, den Ball da auf den Boden zu bekommen. Ja. Und ich hatte die blaue Wand sozusagen im Hintergrund. Die Fans waren wirklich toll. Die haben super viel Stimmung gemacht. Aber als die Dresdner gemerkt haben, hallo, hier ist für uns doch noch was drin, kam auf einmal die Gegenseite. Ja. Und das war wirklich einfach toll zu sehen in der Halle, wie das einfach verschmolzen ist zu einer riesengroßen Volleyballparty. Und wie gesagt, ich hatte Gänsehaut. Ich habe da gestanden, habe auf Lenka Dürr gewartet. Sie kam mir mit Tränen in den Augen zu.
wie sehe ich aus? Ich so, ist egal, komm, wir machen ein Interview. Die wichtigen Gedanken trotzdem noch. Natürlich. Und wirklich, ich glaube, sie haben gehofft, wirklich, dass sie diese Sensation schaffen können. Aber geglaubt haben sie es erst wirklich, als dieser Ball von Lena Stickroth über die Arme von Rosa Koskilo ins Publikum geflogen ist. Und ja, dann war es vorbei. Also es war wirklich ein gigantisches Match. Es hat sich auch, finde ich, immer weiter gesteigert. Es hat schon gut angefangen und die Qualität ist immer weiter gestiegen. Es waren spektakuläre Ballwechsel. Es war Dramatik drin und Spannung drin. Du hast schon gemerkt, hinten raus, alle werden müde. Ja, also da waren dann nicht mehr die sicheren Punkte direkt auf dem Boden. Da wurde da auch mal, du hast vorhin schon angesprochen, mal ungenaues Zuspiel. Dann stand ja da gar niemand, dann wurde rübergepritscht. Dann aber das Gleiche auf der Gegenseite, weil alle auch wirklich fertig waren. Das hat, glaube ich, jeden sehr, sehr mitgenommen, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lang das am Ende war. Steht das nicht hier auch irgendwo? Das steht bestimmt irgendwo. Derzeit sage ich mal, dass ich im Tiebreak, zweimal lag Dresden hinten, ich hatte nie das Gefühl, oder mit zwei Punkten hinten, ich hatte nie das Gefühl, weil sie eben dann trotz Müdigkeit mutig gespielt haben und Stuttgart so ein bisschen ängstlich wurde, weil du hast dann gemerkt, Stuttgart hat was zu verlieren, Dresden nicht so stark und das war dann im Tiebreak so ein bisschen der Unterschied und das hat den Kohl am Ende fett gemacht. Ich finde es jetzt auch nicht, aber ich habe das Gefühl, es ging ewig das Spiel, das aber es wollte auch niemand, dass es aufhört. Ja. Also es war wirklich toller Sport und wenn du diese Emotionen siehst von den Sportlerinnen, Dresden hat eine schwierige Saison, da haben wir auch drüber gesprochen, aber vielleicht kann ja so ein Titel jetzt auch die ganzen Sorgen, die sie haben, vielleicht ein bisschen erleichtern. Ja, das kann wirklich ein Brustlöser sein. Sie haben einen Titel, was schon mal, und nicht irgendein Titel, dieser Pokal, natürlich ist er leichter als die Meisterschaft, aber es ist trotzdem ein Riesending, das ist das Event des Jahres, dieses Pokalfinale. Und die ganzen jungen Spielerinnen oder Spielerinnen wie Lena Stickroth, die bisher hinten anstanden, haben alle durch die Bank ihre Leistung gezeigt. Alexander Weibel kann jetzt, glaube ich, auch viel entspannter in der Liga wechseln, kann Spielern viel entspannter anderen Chancen geben und kann es so den Gegnerinnen wiederum viel schwerer machen. Und wenn es die Spielerinnen schaffen, jetzt diese Spannung, die sie fürs Pokalfinale aufgebaut haben, so ein Stück weit zu halten, dann glaube ich, ist für Dresden auch in der Liga viel möglich, weil sie haben jetzt gezeigt, was sie können. Und sie haben gezeigt, was für eine Breite sie haben, weil diese jungen Spielerinnen die Chance bekommen haben und sie genutzt haben, durch die Bank. Und das gibt ihrem Kader von jetzt auf gleich irgendwie eine ganz andere Breite, als man sie vorher wahrgenommen hat. Und das wiederum nehmen auch die Gegnerinnen die nächsten Wochen wahr. Und ich glaube, dass Dresden da nochmal richtig so einen Run entwickeln kann, sich in eine gute Ausgangsposition für die Playoffs oder jetzt im Verhältnis noch gute Ausgangsposition bringen kann. Und dann ist auch ein Halbfinale wieder gut möglich und dann schauen wir mal. Ja, also auf jeden Fall, wenn wir schon überlegen, Halbfinale hatten wir schon ein super Spiel in der Pokalsaison. Die Frauen haben definitiv nicht enttäuscht in dieser Pokalsaison. Das stimmt. Das ist bis zum Finale super spannend gewesen. Nicht ganz so spannend war es ja leider bei den Männern. Also Berlin war der klare Favorit. Da hat auch jeder gesagt, ja, wenn die das nicht machen, dann muss hier schon was Besonderes passieren. Aber es war immer so ein Funke Hoffnung, dass Düren doch noch irgendwie die Kurve kriegt. Also gleiches Spiel Dresden, wie in Dresden. Schwierige Saison, Auf und Abs, Generalprobe verpatzt. Aber sie sind wirklich gar nicht in dieses Pokal-Feeling reingekommen. Ja, und umgekehrt Berlin von Anfang an da. Emotional, auch da die Bank jubelnderweise, lachenderweise dabei. Liegestützerweise, ne? Liegestütze, ja, stimmt. Also das wie viele Liegestütze die gemacht haben für ihre direkten Blocks und all, also unfassbar. Ich dachte, du hast das Spiel geschaut, aber naja. Ich habe geguckt, ob sie die Liegestütze richtig ausführen. Ah, sehr gut. Es braucht ja auch eine Kontrollinstanz. Das richtig ist unsere Aufgabe. Na, aber das war schon, also Berlin hat von Anfang an auf den Punkt gezeigt, hey, wir sind da, wir sind diejenigen, die dieses Pokalfinale gewinnen und da besteht auch kein Zweifel. Das, was Dürens einzige Chance war, in Anführungsstrichen, über den Aufschlag wahnsinnig viel Druck zu machen, dass Sergej Grankin sein Spiel nicht aufziehen kann, das hat halt nicht funktioniert. Sinnbildlich dafür der Matchball von Igor Bogachev, der meilenweit ins Aus segelt. Sebastian Gebert hat seinen Aufschlag nicht getroffen. Thomas Kotzian, ein sehr stabiler und starker Aufschläger, hat seinen Aufschlag nicht getroffen. Und dann konnte Sergej Grankin machen, was er will. Dann gingen die ersten Highlight-Plays. Ich erinnere mich an One-Handed-Set von Sergej Grankin und gefühlt springt Patch dann über die Netzkante. Dann gehen diese Highlight-Plays nach Berlin und dann bist du sofort in diesem Momentum drin. Und in solchen Spielen, in Pokalfinals, in wichtigen K.O.-Spielen, da ist Momentum eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und Düren hat dann wirklich versucht, und da auch Respekt an die Mannschaft,
Stück für Stück wieder Spielelemente ins Spiel zu integrieren und zu etablieren. Dann haben sie erst angefangen, die Mitte wieder Stück für Stück aufzubauen. Dann ging das gut über Michael André und Tim Brosok. Dann haben sie versucht, die Außen besser einzubauen. Haben mit Tobias Brandt einen gebracht, der aus dem Sand kommt, der ja deutsche Meisterschaften in Timmendorf auch gespielt hat mit seinem Partner Jonas Reinhardt vergangenes Jahr, der so ein bisschen Beachvolleyballer-Ticken da ja ein bisschen anders sind, vielleicht ein bisschen frecher agieren, ein bisschen unkonventioneller, um da den Berlinern eine Denkaufgabe zu schaffen. Dann blockt er auf einmal noch Benjamin Petsch, bringt da nochmal ein bisschen was mit rein und sind dann im dritten Satz auf Augenhöhe. Am Ende Berlin einfach abgeklärter und einfach besser. Und Benjamin Petsch wieder mit einer Wahnsinnsform, wo ich mich dann auch frage, der hat Achillessehnenprobleme, kann irgendwie 2 Monate wahrscheinlich nicht springen. Und dann springt er gefühlt höher als je zuvor. Und also irrsinnig, der Typ. Aber ich glaube, das müssen wir nicht ausführen. Das weiß schon jeder, dass der nicht ganz normal ist für die Volleyball-Bundesliga. Ja, eine Sache, die mir tatsächlich auch noch aufgefallen war, der erste Satz, ich glaube, das war halt wirklich so ein Schlag ins Gesicht für Dürn, die sich wirklich auch viel vorgenommen haben. Ich habe davor schon noch gesehen, Thomas Kottchen war früh in der Halle, hat sich noch Sachen auf dem Laptop angeschaut beim Scout. Also da ist man wirklich auch ins Detail gegangen. Aber eine Sache, die mich wirklich überrascht hatte, war die Körpersprache. Natürlich, Berlin führt, die sind selbstbewusst, die haben kein Spiel verloren bisher. Dass die mit breiter Brust da stehen, verstehe ich. Egor Bogatschek wurde ausgewechselt und stand mit verschränkten Armen in der Auswechselzone. Das verstehe ich dann nicht. Also da hat mir da ein bisschen der Spirit gefehlt, zu sagen, hey, scheiß drauf, erster Satz war Mist, muss man leider so anerkennen. Ich habe nicht gut gespielt, aber jetzt greifen wir an. Das hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt, als ich das so beobachtet habe. Natürlich, ich glaube, er war sehr enttäuscht von seiner Leistung im ersten Satz. Aber ich finde, das geht dann nicht. Das kannst du nicht machen. Ja, das sendet ja auch irgendwie ein fatales Zeichen Richtung Spieler auf dem Feld, Richtung andere Bankspieler. Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich, er ist noch ein junger Spieler, er ist jemand, der einen extremen Ehrgeiz hat sowieso, aber dann dieses Finale gegen seinen Ex-Verein, da nochmal alles zu zeigen, was er drauf hat und da dann nicht auf den grünen Zweig zu kommen, was keiner in der Mannschaft gekommen ist letztendlich. Aber Stefan Falt hat dann natürlich versucht, einzelne Komponenten zu verändern in dem Spiel. Und das kann man dann auch machen, aber nicht die ganze Zeit. Dann schätze ich kurz hin, 2 Punkte ärgerst dich, aber dann bist du wieder mit der Energie bei deinen Jungs auf dem Feld. Fand ich auch schade. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, ein Tropfen Wasser auf einen heißen Stein, nicht der entscheidende Faktor. Aber es zeigt auch so ein bisschen, ich habe beim Einlauf mir schon gedacht, das war irgendwie bescheuert, das jetzt so zu sagen. Ne? Also eigentlich, jeder Volleyballer wird wahrscheinlich sagen, also dann bist du bekloppt, da jetzt was rein zu interpretieren. Aber die Berliner alle so reingelaufen und da hast du gemerkt, die haben Spaß. Dann bei den Dürenern kommt erst ganz gemächlich mit der Nummer 8 fast erhaben der Alterspräsident Björn André in die SAP-Arena marschiert. Du denkst so, okay, entweder der ist jetzt richtig cool und abgezockt und will das nochmal voll aufsaugen oder ich weiß nicht. Und danach kommt Egor Bogatschek völlig wild geworden in die Halle. Und das war so, da hast du auch schon gedacht, okay, das ist ein bisschen wild bei Düren. Das kann natürlich auch positiv sein, weil wenn du wild gegen Berlin spielst, kann das auch eine Chance sein, aber das war schon so mein erster Gedanke. Völlig bekloppt, da was reinzuinterpretieren eigentlich. Ich möchte auch nichts reininterpretieren in die verschränkten Arme von Ingo Bogatschek. Mir ist es nur aufgefallen und ich hätte mir einfach gewünscht von Düren, ersten Satz abhaken und irgendwie nochmal angreifen. Im dritten Satz haben sie das ja dann ansatzweise gezeigt. Ja. Aber wie du sagst, da war wieder die Crunch-Time-Maschine unterwegs. Ja. Da ging dann nichts mehr. Aber ich glaube, was vor allem hängen bleibt, ist dieses Event. Absolut. Also 10.689 Zuschauer, natürlich viele von den Vereinen mitgereist, aber auch neutrale Zuschauer. Und dieses Event in der SAP Arena ist im Volleyballsport fast einmalig. Wenn Mann und Frau gemeinsam feiern. So, jetzt ist natürlich hier richtig was los. Wenn die Emotionen selbst die Erfahrensten fest im Griff haben. Das ist so krass. Wenn die besten Volleyballer des Landes die ganz große Bühne haben. Warte, wir gehen in die Wacht. Hast du das gesehen? Was für ein Spiel. Der Mann setzt sich da in der Luft auf den Stuhl und wartet, bis der Blocker runterfällt und dann schlägt er. Dann ist Pokalfinale in Mannheim. Vielleicht hat man das 2-3 Mal im Leben, so ein Spiel vor so einer Kulisse. Wahnsinn! Oh, yeah.
Das größte Volleyball-Event des Jahres begeisterte auch 2020 wieder über 10.000 Fans in der SAP Arena. Der Volleyballsport in Deutschland, er braucht mehr Events dieser Güteklasse. Das Pokalfinale ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern ein Event für Jung und Alt. Dem modernen Zuschauer reicht der Sport nicht. Er möchte von A bis Z unterhalten werden. Das Event muss einen Charakter haben, dass man auch Wochen später noch dem Nachbarn erzählen kann, wie besonders doch alles war. An zweiter Stelle kommt der Sport. Egal wie gut ein Spiel ist, egal wie spektakulär die Ballwechsel auch sein mögen, erst mit der richtigen Atmosphäre wird die Begeisterung auch zu Volleyball-Neueinsteigern transportiert. Das Spiel tut dann sein Übriges. Besonders die Frauen haben im Rahmen des Pokalfinals die Chance genutzt, auf den Sport aufmerksam zu machen. Hochklassiger Volleyball, spektakulär, wie es spektakulärer kaum sein kann. Wer in Mannheim in der Halle war, konnte sich der Begeisterung nicht entziehen. Und genau deshalb braucht es diese Vorzeige-Events, um auf sich aufmerksam zu machen und um die Sportart, die wie keine zweite auch für Werte wie Fairplay und Gleichberechtigung steht, ins Licht der Öffentlichkeit und ins Licht der Sportfans dieses Landes zu rücken. Ja, und die Liga wird ja auch immer mehr zum Highlight, vor allem hier auf Sport 1. Gleich wieder zwei TV-Spiele haben wir im Angebot. Am Mittwoch bereits 18:25 Uhr. Da sehen Sie Hauke Wagner dann in Action. Die Helios Chrisleys Gießen gegen die Netzhoppers KW Bestensee. Jetzt habe ich gelernt. Sehr gut, sehr gut. Das Ganze wird dann kommentiert von Hans-Joachim Wolf. Da freuen wir uns drauf. Also die Chrisleys schlagen sich ja gut in dem einen TV-Spiel, das wir sie bereits hatten. Und es ist wirklich ein Spiel, wenn sie nochmal angreifen wollen in die Playoffs, ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiges Spiel, auch wenn man natürlich sagt, wir haben nichts zu verlieren. Ja. Dann noch ganz kurz gesagt, Schwerin gegen den neuen Pokalsieger haben wir am Samstag im Programm ab 16 Uhr. Mal schauen, wie Dresden beflügelt ist oder ob sie müde sind. Die müssen ja am Mittwoch, glaube ich, schon war es schon wieder im CEV Cup ran. Ja. Nach dieser, ich glaube, langen Nacht dann gegen Schwerin im TV. Aber wir wollten noch mal ganz kurz auch auf die Liga gucken. Ja. Wir haben es vorhin im Gespräch mit Hauke Wagner ja schon angesprochen. Es ist unfassbar eng und auf einmal muss Düren auch ein bisschen um die Playoffs zittern. Ja, nicht nur ein bisschen, das ist echt wirklich eng. Also wir haben es ja schon mehrfach gesagt, die Saison, es ist alles ein bisschen enger beieinander. Dann schlägt KW Friedrichshafen, holt einen Punkt in Berlin, bringt sich da auf einmal wieder ins Gespräch. Rottenburg spielt sowieso eine gute Saison, schlägt dann Eltmann im TV-Spiel, schlägt danach Düren nach 0:2 Rückstand am Wochenende. Und so bewegen sich die drei jetzt innerhalb von 2 Punkten. Es kann gut sein, ich habe mir schon mal das Restprogramm angeschaut, das ist auch nicht ganz einfach für Düren. Bei Rottenburg, die Netzhoppers, die haben sich gegenseitig am letzten Spieltag, haben noch jeweils Gießen, glaube ich. Und es ist nicht so, dass das Restprogramm großartig schwerer ist für KW und für Rottenburg als für Düren, eher im Gegenteil. Und dementsprechend muss man berechtigte Sorgen sich machen um die Playoff-Teilnahme der Dürener, die natürlich in der Spitze riesiges Potenzial haben, das sie auch gezeigt haben. Und da haben wir schon viel drüber gesprochen und keiner weiß so richtig, warum es nicht abgerufen wird. Aber wenn es so weitergeht in der Saison und wenn wenn man vom Momentum spricht, diese Saison, wie es aktuell steht, dann ist das Momentum bei Rottenburg und bei KW und nicht bei Düren. Und das sind dann 2 Punkte, die Düren momentan noch getrennt ist von der Nichtqualifikation für die Playoffs. Und je nachdem, wie Gießen jetzt die nächsten 1-2 Spiele spielt, wird das echt ein verdammt enges Höschen für Thomas Kotzian und Co. Ja, das ist auf jeden Fall was wir uns anschauen natürlich hier im Volley Talk und da ein Auge drauf haben, wie es da um die letzten Playoff-Plätze dann aussieht. Ich meine, Berlin kann sich noch so lange nicht... Schaffen, ne? Ja, die können sich aber auch nicht wirklich auf jemanden vorbereiten. Also, das stimmt, ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Die Drohnen da oben natürlich. Aber ich glaube, die haben auch erstmal gefeiert. Ich habe mich gefragt, ob die auch jetzt Cedric Inner wieder eine Klatze schneiden. Aber ich glaube, das machen sie nicht. Nach der Meisterschaft. Nach der Meisterschaft vielleicht wieder. Das war's dann auch mit dem Volley Talk. Für heute. Für heute, genau, ja. Der Pokal hat uns wirklich in Atem gehalten. Wie gesagt, Frauenspiel. Das war schon große Werbung. Also daher würden wir uns freuen, gerne bei Sport 1 wieder einschalten, wenn die Frauen zum Beispiel am Samstag wieder spielen oder die Männer am Mittwoch. Alle Infos dazu gibt es natürlich immer auf sport1.de und in der Sport 1-App. Die ist auch neu. Also da gerne mal reinklicken. Und wir verabschieden uns mit einem kleinen Highlight
aus dem tragischen Spiel für Düren, dass sie nach 0-2 noch gegen Rottenburg verloren haben, dann 3-2 im Tiebreak, sagen damit Tschüss und viel Spaß mit den Highlights von Sport Total. Ciao. Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.